Ja, im Ergebnis ist es wirklich so, es ist eine eigene Bank, es ist wie eine Hausbank, manche sagen dazu mitarbeiterfinanzierte Hausbank, wenn Sie noch eins draufsetzen wollen, haben wir die mitarbeiterfinanzierte Hausbank mit staatlicher Ausfallgarantie. Das ist wirklich die betriebswirtschaftliche Wirkweise. Und so wird es auch seit vielen Jahrzehnten auch von den Großunternehmen betrieben. Und die Liquiditätseffekte, die sind nämlich wirklich phänomenal. Wenn Sie rechnen, ungefähr zwischen 1.500 und 2.000 Euro pro Jahr und pro Mitarbeiter, dann sind es beim 10-Mann-Unternehmen schnell 15.000 bis 18.000 Euro freie Liquidität, nach allen Kosten frei, Sicherheiten frei, langfristig den Unternehmen zur Verfügung. Und beim 100-Mann-Unternehmen sind es halt 150.000 bis 200.000 bis 8.000 bis 180.000 Euro pro Jahr, die hier wirklich Sicherheiten frei, langfristig den Unternehmen zur Verfügung stehen. Und es sind ja im Ergebnis nicht nur die Finanzierungswirkungen, sondern die betriebswirtschaftlichen Nebenwirkungen von einer mitarbeiterfinanzierten Hausbank, wie ich es jetzt gerade mal genannt habe, ausgehen. Das Thema Mitarbeiterbindung und Vorteile bei der Fachkräftegewinnung. Mitarbeiterbindung bzw. verlorene Mitarbeiter kosten immer Geld. Es ist immer Doppelbesetzung von Stellen. Es ist immer Kosten der Stellensuche, Kosten der Einarbeitung, Fehlbesetzung. Die ganzen Themen, die wirklich Geld kosten. Das heißt, Mitarbeiterbindung bringt effektive Kostenersparnis und ist natürlich bei solchen effizienten Systemen natürlich absolut enorm. Und auf der anderen Seite bringt die pauschalodierte Unterstützungskasse hier Vorteile bei der Fachkräftegewinnung. Und die Vorteile sind natürlich auch monetär und vor allem liquiditätswirksam, weil durch eine entsprechende Versorgung der Mitarbeiter mit einem geringeren Einstiegsgehalt aus meiner Sicht in der Regel zufrieden ist. So berichten es die Unternehmen regelmäßig. Und natürlich hier zum einen Kosten gespart werden, zum anderen Liquidität gespart wird und durch die steuerlichen Vorteile nicht nur Liquidität gespart wird, sondern wirklich Liquidität auch aufgebaut wird.